Okay, dann sind wir live und damit herzlich willkommen zum 96TV Vorspiel vom letzten Heimspiel des Jahres gegen den Karlsruher SC am heutigen Freitagabend. Wie man sieht, es ist die Vorweihnachtszeit angebrochen. Ich denke, zu diesem Schmuckstück werden wir, lieber Lennart, noch das eine oder andere Wort verlieren heute, oder? Absolut, denn du sprichst das Schmuckstück schon an. Ihr seht unseren heutigen Spieltagskracher für 10 Euro Rabatt heute im 96 Fanshop. Ecki, ich weiß nicht, ob es irgendwas Schöneres geben kann, was unterm Weihnachtsbaum liegen kann. Und das gute Stück könnt ihr euch heute sichern. Noch viel schöner, es geht eigentlich fast gar nicht noch viel schöner, aber noch viel schöner ist, dass wir heute einen Special Guest dabei haben und noch einen zweiten, der später kommt. Dazu aber später mehr. Herzlich willkommen erstmal, Louis Schau. Schön, dass du da bist. Louis, schön, dass du es dir einrichten konntest. Du kannst ja heute leider nicht mit auf dem Platz dabei sein, hast in Karlsruhe die rote Karte gesehen. Magst du noch einmal, Paderborn, Entschuldigung, heute geht's gegen Karlsruhe. Guck mal, ich gucke nur nach vorne, wir gucken nicht mehr zurück. Wir wollen auch gar nicht so lange zurückgucken. Aber ein kurzer Blick dann doch, wie ist es dazu gekommen? Ja, grundsätzlich wollte ich nicht den Gegner treffen, ich wollte den langen Ball blocken, habe ihn dann leider unglücklich erwischt. Und ja, hab dann nach VAR die rote Karte bekommen. War natürlich sehr bitter, bin jetzt für das Jahr schon raus. Ja, aber hilft ja nichts. Ich hoffe, dass ich dann in der Rückrunde wieder voll angreifen kann. Absolut. Und jeder, der dich kennt, jeder, der Louis kennt, weiß, das ist ja nicht die Art und Weise, wie Louis Schau Fußball spielt. Dafür bist du nun wirklich nicht bekannt. Es ist, wie es ist, widmen wir uns heute den schönen Dingen der 96 Weihnachtswetter. Vielleicht auch was für dich und deine Familie zu Hause? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit zum Überlegen. Vielleicht gehe ich dann noch rüber und kaufe den für meine Familie. Ich glaube, so vor dem Weihnachtsbaum mit dem Pulli, das hätte schon was. Also, das wäre schon eine schöne Überraschung. Sehr schön. Louis, du warst natürlich die ganze Woche auch bei der Mannschaft, gar keine Frage. Warst ganz normal auch mit im Training. Hast die Jungs erlebt? Wie ist denn so die Stimmung in der Kabine jetzt vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe gewesen? Gut, also ich denke, wir haben uns richtig gut vorbereitet. Wir haben uns natürlich genau angeschaut, wie der Gegner spielen wird. Haben natürlich auch unsere Sachen nochmal angeschaut vom letzten Spiel, die wir verbessern können müssen, auch wenn es natürlich schwer war, ist ja doch einmal weniger, dann immer ein anderes Spiel. Aber ich glaube, dass wir bereit sind für heute. Und ich glaube, wenn wir auch unsere Leistung bringen, dann können wir auf alle Fälle 3 Punkte holen. Sehr schön, das würden wir so mitnehmen, so unterschreiben. Happy. Hat den Chat hier natürlich im Blick. Das heißt, liebe 96-Fans, wenn ihr Fragen habt, rein in den Chat damit. Und alle können wir leider nicht immer stellen, weil ihr sehr fleißig natürlich seid. Aber Hecki hat mit Argusauge das Handy im Blick und wird Ausgewählte immer wieder rein. Gut, also aktuell stehen da auch wenig Fragezeichen. Mehr so wird ein Sieg heute, ist der Tenor. Finde ich grundsätzlich schon mal gut. Gehen positiv denken. Und jetzt haben wir auch unseren zweiten Gast des heutigen Vorspiels hier bei uns, der jetzt hier gerade eingeflogen ist, der mit seiner Band, die natürlich aus Hannover stammt, erstmals Platz 1 der Albumcharts belegt hat in diesem Jahr. Ne? So ist es. Dann ist Rainer Schumann jetzt bei uns, Drummer von Fury in the Slaughterhouse. Nimm bitte da einmal Platz an dem Stühlchen da hinten. Ja, richtig schön, wie du so random neben der Kamera stehst auf einmal. Als wenn du, er hat die ganze Zeit da gestanden. Rainer, wie ist dir in der Vorweihnachtszeit? Ja, was soll ich sagen? Die Straßen haben es nicht hergegeben, dass ich hier pünktlich aufgelaufen bin. Jetzt bin ich da und frohen Mutes, was es denn heute geben wird. Ich habe auch schon gehört, ihr habt irgendwas vorbereitet, das war aber nur, was nur bei einem Heimsieg auch wirklich fruchten wird. Das kommt generell. Also, finde ich sehr gut. Ihr habt ja, können wir ja direkt drüber sprechen, ihr habt einen Weihnachtssong oder eine Weihnachtsedition von einem Song, Far Cry From Home, aufgenommen. Ich persönlich finde es super, sehr empfehlenswerter Titel und natürlich, wenn wir die Möglichkeit haben, beim letzten Heimspiel vor Weihnachten von einer hannoverschen Band einen Weihnachtssong zu spielen, der auch noch sehr, sehr gut stimmungstechnisch passt, dann machen wir das natürlich und dementsprechend wird das nachher bei der Ehrenrunde nach dem Spiel, hoffentlich nach dem Sieg, der wahrscheinlich der letzte Titel sein dieses Jahr, der bei uns hier im Stadion beim Heimspiel läuft. Also und das vollkommen zu Recht. Bitte! Da kann ich euch erstmal zufügen. Wunderbar.
So wird's gemacht. So, genau. Also gerne mal gucken bei Spotify und den ausgewählten Streamingdiensten. Ja, schon mal reinhören, was euch da möglicherweise, wenn ihr hier seid, heute erwartet. Louis auch gerne. Bist du so? Da ist noch Rockmusik, oder? Schon Rockmusik, aber schon ein bisschen Weihnachtsmusik. Was ist los mit dir? Du kennst uns doch seit Jahren. Ja, weiß. Normal seid ihr Rockmusik, aber ist der Titel Rock? Ist das? Seid ihr noch dieselben? Nein, also ich meine, wer von sich behauptet, er wäre derselbe nach 40 Jahren, das ist natürlich vermessen und auch totaler Quatsch. Das einzige Beständige ist halt die Veränderung, das tun wir natürlich auch, aber wir laufen den Trends nicht hinterher, sondern im besten Fall machen wir sie. Und ich finde auch, dass es gut gelungen ist. Und auch, es ist ja mit den Weihnachtsversionen immer so eine Sache, ne? Machst du so ein bisschen Schick-Schick-Schick drauf und ein bisschen Pling-Plong und dann klingt es nach Weihnachten. Nee, die Nummer gibt das schon her und ich glaube, da braucht man sich verstecken und auch nicht irgendwie für einen Kopf einziehen. Also alles gut. Feuerfrei. Apropos feuerfrei, in der Familie Schaub habe ich gesehen, wurde gestern das Feuer quasi angeheizt. Ihr habt ein paar Plätzchen gebacken, erzählt. Ja, auch schon in Weihnachtsstimmung. Und es war auch ein ganz besonderes Plätzchen dabei. Ja, das habe ich gemacht. Weil die schönen Lebkuchen, die habe ich gemacht. Nee, Spaß beiseite, also wir machen das gern in der Weihnachtszeit. Kekse backen, wir haben schon Vanillekipferl gemacht, jetzt Lebkuchen. Und ja, wir müssen auch nochmal Vanillekipferl machen, es sind schon einige weggekommen und Weihnachten war ja noch nicht. Deswegen müssen wir die nächsten Tage nochmal in die Küche und werden dann nochmal neu backen. Hecki, ich würde sagen, Weihnachten, da freuen wir uns auch dann drüber. Ne? War das so eine Art Einladung eigentlich? Oder so ein Text? Oder? Ich könnte gerne eigentlich nochmal. Schön, dass ihr es auch so verstanden habt. Er wollte es nicht so direkt sagen, aber. Ja, das sind gute Vanillekipferl mit einem österreichischen Rezept. Das ist krass. Wird immer besser. Ja, wird immer besser. Nee, das ist auch das Schöne an der Zeit, ne? Dass man zu sowas vielleicht dann doch auch mal Zeit hat. Du jetzt ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als sie lieb ist. Als sie lieb ist, okay. Ja, Finger in die Wunde. Ja. Ja. Aus meiner Sicht war es übrigens keine rote Karte. Also, ja, das nützt aber nichts. Nein, bringt leider nichts, ja. Und ich habe mich da dann am Ende so entschieden. Ja. Muss ich leider akzeptieren. Weil du hast ja nur mit rechts erwischt, ne? Mit dem Bein, was er also gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, also ist alles sehr schnell gegangen und ich habe im nächsten Tag die Wiederholung angeschaut. Ja. Da sieht man gar nichts, außer meinen Rücken. Ja, das stimmt. Und dass du das rechte Bein da so einknickst, und ich, aus meiner Warte erwischst du ihn damit, mit dem Bein, mit dem du stabilisierst und gar nicht mit dem, was vorne rangeht. Also von, ja. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht haben die ja im Keller andere Bilder gehabt, müssen ja wahrscheinlich andere Bilder gehabt haben und dann haben sie entschieden, das ist eine gute Karte. Es ist, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Es ist, genau. Wir gucken jetzt, wie Lennart vorhin schon sagte, einfach nach vorne. Genau. Jawohl. Und gucken mal, wer denn jetzt heute? Spiel. Ja. Bitte noch einmal hier sehr gerne. Ich schreibe zur Tat, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Schade auch. Können wir unseren Capitano, unsere Nummer 1, Ron Robert Zieler, hinten schon mal. Ist das jetzt wie bei Sky 90 hier? Oder? Besser. Besser. Außer die Handschrift. Ausbaufähig. Möchtest du schreiben? Nee, danke. Er macht das schon. So, Heiki, wie geht's weiter? Ja, wie immer. Die Dreierkette bleibt entsprechend bestehen. Also Phil, Halste und Bright. Aus Platzgründen. Jetzt enger. Bleiben wir sagen. Bei der Kurzfassung. Jawohl. Ja, so. Deswegen schreiben wir es auch nicht als Fünferkette auf. So, wir haben dann natürlich aber trotzdem unsere Schienenspieler. Mhm. Und das sind Say und Derek. Die Doppel-6 mit Fabi und mit Enzo. Ja, und dann haben wir noch die drei vorne. Muss es ja zwangsläufig Wechsel geben, weil Louis aus bekannten Gründen nicht mit dabei sein kann. Deswegen haben wir heute in der Offensivabteilung Howie Nielsen, der zuletzt auch am Start war. Wo schreiben wir ihn denn hin, Ecke? Ja, das. Du also, schreibst doch ihr gerade. Ihr kennt die Anmerkung. Wir werden, es ist natürlich reine Vermutung, wer weiß, ob Kollege Eichner hier gerade mit dabei ist im Livestream. Deswegen Grüße. Natürlich nur. Falls ja, Grüße. Vermutung. Louis, wo würdest du den Howie hinplatzieren? Ja, Howie will ich im Sturm platzieren. Dann haben wir ja noch zwei übrig.
So, dann haben wir noch zwei übrig, Hecki. Und du machst es heute ganz spannend. Ja, absolut, genau. Nehmen wir Nicolo noch mit dazu. Ja. So. Der reinrutscht. Und dann ist ja jetzt eben, normalerweise wäre da jetzt der Platz von Louis. Und da ist heute Kolja Udene. Erstmals in der Startelf. Der Mann mit der Rückennummer 29. Startelfdebüt. Ja. Louis, du erlebst ihn ja auch im Training, in der täglichen Arbeit. Man hört immer wieder aus der Mannschaft, dass Kolja eher der etwas ruhigere Typ vielleicht ist, aber sehr beliebt, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, oder ich finde, er hat sich sehr gut integriert von Anfang an. Und ich finde auch, er hat sich das verdient. Also man hat schon in sehr vielen Trainingseinheiten gesehen, was er so alles mit dem Ball machen kann. Und ich hoffe natürlich, dass er das jetzt auch im Spiel macht, dass er mutig ist, dass er ja, seine 1-gegen-1-Situation sucht, weil da hat er immer sehr gute Lösungen. Und ja, ich glaube einfach, dass wir auch noch mit ihm sehr viel Spaß haben können. Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Hätte ich nicht besser sagen können. Also ich kenne ihn ja gar nicht. Ich meine, du trainierst mit ihm jeden Tag. Aber du lernst ihn vielleicht heute. Ich lerne ihn vielleicht ein bisschen besser kennen. Und das finde ich auch gut, auch die jungen Leute reinzuschmeißen. Ich meine, heute war es auch eine Notsituation, aber das finde ich immer gut. Immer, ja, die Bewegung ist es. Die Veränderung macht es. Und mal gucken, ob er wieder reinhaut. Ich wäre auch gespannt, ob der Christopher Scott vielleicht heute nochmal kommt. Je nachdem, den Spielverlauf. Sollen wir mal gucken, ob er auf der Bank sitzt? Okay. Da würde ich doch mal nachschauen. Er sitzt auf der Bank, das nehme ich schon mal vorweg. Auf der Bank sind heute Leo Weinkauf, Sebi Ernst, Max Christiansen, Yannick Dehmen, Antonio Foti, Julian Börner, Andreas Vogelsammer, Yannick Lührs und Christopher Scott. Das ist ja, die Bank und die Optionen sind, die wir noch haben, um im Spiel noch was zu bewegen. Sehr übrigens, schön. Um der Vollständigkeit halber, eine Sache, die bei dem Spiel sicherlich auch eine Rolle spielt, ist die Rückkehr von Lars Stindl. Wissen wir, ist sehr verdienter Spieler, ehemaliger 96-Kapitän. Wir haben unter der Woche auch mal kurz gesprochen, entsprechend auch, wenn ihr gerne mögt, lest den Beitrag auf der 96-Website. Er freut sich extrem auf die Wiederkehr, gerade jetzt beim Flutlichtspiel. Rainer, du kennst ihn auch so ein bisschen, ne? Ja, ich kenne ihn auch. Er war sogar mal so vermessen, wir wollten von mir Gitarrenunterricht haben, dazu ist es nicht gekommen. Vielleicht war es auch gut so, sonst wäre er vielleicht kein Nationalspieler geworden. Ich weiß es nicht, weil er seine Zeit... Ich hoffe, ich wünsche ihm alles Gute, dass er sich nicht wieder verletzt, wie beim, glaube ich, letzten Mal. Vorletzten Mal, das war richtig blöd. Und ansonsten soll er aber bitte nicht zu viel reißen heute. Und weil, ich glaube, wenn ich mich richtig informiert habe, hat 96 jetzt seit 35 Jahren gegen KSC nicht mehr verloren zu Hause. Und so soll es auch bleiben, oder? Das dafür. Und das ist nämlich genau das richtige Stichwort, denn wenn wir auf die Uhr gucken, liebe 96-Fans, dann war es uns natürlich wieder mal ein Fest, obwohl noch ein paar Wochen vorm Fest sind, vorm eigentlichen, beim letzten 96-TV-Vorspiel des Jahres. Eine Sache, Hecki, die darf natürlich nicht fehlen und das ist der Spieltagstipp und wir starten wie gewohnt nicht hier bei uns vor, sondern hinter der Kamera. Kira, wie geht's denn heute aus? Ich tippe halt ein 2:0. Klingt gut. Christopher? Letztes Heimspiel 3:0. Rainer? Wir gewinnen, aber wir gewinnen knapp 1:0. Ich sag 3:1 für uns. Das ist fast alle schon weg. du kannst ja auch mitmachen. Ja, ich mach mit. Wir sehen heute 2:0. Weiß ich das. Da sind wir uns wie so oft einig. Lieber Lennart, 2:0 ist auch mein Tipp. Und dann haben wir noch ein Spiel nächste Woche gegen Kiel. Und dann natürlich ihr alle in dem Ding unterm Weihnachtsbaum. Das würde mich freuen. Ich oder gehe davon aus, nur mal reingeworfen, die Runde vielleicht Mottofahrt nach Kiel mit dem Stück. Aber das nur mal als Anregung. In diesem Sinne, liebe 96-Fans, es war uns ein Fest. Hecki, eine große Freude und mit euch beiden sowieso. Rainer, Louis, schön, dass ihr da wart. Und jetzt holen wir uns die 3 Punkte, würde ich sagen. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Schöne.